verspreche Ihnen, es wird heute lecker, denn es gibt wunderbare Gerichte. Und ich würde Ihnen auch gerne mal sagen, was es an meiner Seite geben wird. Wir werden heute zubereiten einen Rehrücken in einer wunderschönen Burgundersoße. Dazu gibt es einen Rosenkohlsalat und Maronenklößchen. Ja. Und mein Gast, ich habe heute eine bezaubernde Frau, wirklich, Sie werden sie lieben. Sie wird heute ein Omelette zubereiten von Cranberries, dazu Safranbirnen und ein Quarkeis. Und das für die ganze Mannschaft hier im Studio. So. Liebe Zuschauer, ich kann Ihnen eins versprechen, es ist schon mal für Essen gesorgt. Wofür er sorgt, weiß ich noch nicht ganz genau. Also auf jeden Fall ist er da. Hier ist der liebe Horst. Hallöchen. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, ihr Lieben, Dankeschön. Versucht es euch vorzustellen, ein Lachsfilet auf Rahmschwarzwurzeln mit Wildreis in Bütterchen. Und davor gibt's einen wunderbaren frischen Feldsalat mit Speck und Brotcroutons. Mit Spiegelei! Ja. Ja, ich versuche wieder mal die Grundlage zu sein für dieses Sensationsessen, was von meiner Linken kommt. Und ich bin jetzt 8 Jahre mit ihm in einer Küche. Und ich muss sagen, es ist für mich nach wie vor wie am ersten Tag das Kribbeln im Bauch. Joa! Danke, Oster. Jetzt habe ich mir gedacht, wenn er sagt, es ist für mich wie am ersten Tag, da kommt was ganz anderes. Aber jetzt sagst du Kribbeln im Bauch. Nein, Joa, das würde ich nie verraten, was da passiert ist. Okay. Nein, das bleibt unter uns. Ne? Johann, also ich bin sehr, sehr glücklich heute. Wird auf dieser Seite, mal du wirst sehr überrascht sein, alles sowas von tadellos gut funktionieren. Es wird ein wunderschönes, perfektes Essen rauskommen, weil mein Gast nicht nur ein unfassbarer Moderator ist, nicht nur wahnsinnig, obwohl ich will den gar nicht lange ankündigen, habe ich das letzte Mal gemacht. Er ist ein toller Typ, ja. Und der kocht. Ja, ja, und mein Gast, ich glaube, wir werden heute vieles erfahren über ein Alter im Leben, was für uns alle, glaube ich, von Bedeutung ist. Ja, von großer Bedeutung. Großer Bedeutung. Ja. Übrigens, mein Gast hat gesagt, dein Gast war ja auch schon mal hier, ne? Mein Gast hat mir gesagt, Horst, das war mir letztes Mal so peinlich, dass du mich so gelobt hast, deswegen lobe ich den heute. Pff. Nix. Durch. Ja. Sie hat, glaube ich, in Deutschland die Bücher geschrieben, die fast jeder gelesen hat. Und ich freue mich, dass sie nach so langer Zeit wieder hier ist. Hier ist Susanne Fröhlich. Und Jochen Schopp. Guten Tag. Hallo Susanne. Schon. Na, Schätzchen. Oh. Na? Mein Bärchen, mein süßes Mäuschen. Bitte schön, hätte ich auch gerne gemacht. Jetzt muss ich hier, ja. Ach, ja, ja, nee, hier muss ich richtig arbeiten. Hier muss ich arbeiten, ich glaube auch. So. Liebe Susanne, ich freue mich sehr. Wann warst du das letzte Mal hier? Erzähl mal. Jetzt haben wir 2015, waren wir das letzte Mal da? Ja. 2013? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es hat sich natürlich in meinem Herzen eingebrannt, aber das Datum fällt mir jetzt nicht wirklich ein. Okay, aber du, also, siehst noch jünger aus als damals, als du hier warst. Ja. So, ja. Ja. Also, wir machen heute ein, du magst ein Quarkeis. Dazu gibt es ein Cranberry-Omelette und Safranbirnen. Und wir müssen heute uns unterhalten über ein Buch, was, glaube ich, alle unsere Zuschauer sicherlich faszinieren wird oder von Bedeutung ist. Du hast ein Buch geschrieben über die Wechseljahre. Naja, über diese schrecklich schönen Jahre. Wenn man so ein bisschen älter wird und sich so fragt, ja, wie viele schöne Sommer bleiben mir noch? Aha. Ja, ist ein bisschen Horst, so. Da lachst du da hinten. Horst, hör genau zu jetzt. Aber es ist wirklich so. Wenn du so, sag mal, an meinem 50. Geburtstag habe ich das erste Mal auch über so Sachen nachgedacht. Und alt werden klingt ja erstmal nicht so sexy, aber die Alternative ist ja viel schlimmer, da wärst du ja tot. Insofern habe ich mich mit dem Altwerden angefreundet und finde das ganz schön und habe diese, Altwerden kann auch Spaß machen. Mhm. Und hat auch durchaus schöne Aspekte. So. Ja, sehr gut. Was mache ich hier?
Das ist schon mal ein sehr guter Einstieg. Ja. Wir werden uns gleich weiter unterhalten, aber du machst jetzt erstmal, das ist hier Milch aufgekocht mit Vanilleschote, mit Orangenschale und mit Zucker. Ja. Und etwas eingeweichte Gelatine. Das ist Quark und das ist Limoncello, also ein ja. Limonlikör. Das tust du jetzt alles schön mischen. Ist es Magerquark? Nein. Nein. Gut. Magerquark ist was, da kannst du eine Packung machen im Gesicht, aber nicht zum Essen. Okay, das machen wir. So. Ja? Das tust du jetzt alles schön verrühren und dann in der Eismaschine gefrieren. Und Horst, ich muss dir sagen, du wirst sehen, heute wird hier ganz lecker gekocht. So. Und bei mir wird exzellent gekocht, weil der Jochen hast ja ein, also du bist ein leidenschaftlicher privater Koch. Du hast aber schon gewonnen. Du hast Grill den Hensler niedergemetzelt. Du hast ja, bei Fox stimmt. gewonnen. Ja, er alles. Aber ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht so routiniert. Also ich habe jetzt extra schon angefangen, die Kräuter ein bisschen zu schneiden, weil es einfach immer bekloppt aussieht, wenn ich das mache. Also so gute Köche wie Johann und wie du zum Beispiel, ihr habt da ja wenn eine Technik. Wenn dir jetzt mein Name nicht eingefallen wäre. Natürlich. Ich habe es genau gesehen. So guten Köchen wie dem Johann Lafer und dem Horst. Den Dingens da, der mit dem Schnäuzer. Genau. Ja. Jochen, das wäre jetzt beinahe ganz fies. Du machst doch ein bisschen rot. Ja, das, weil tatsächlich, ich muss dazu sagen, ich bin heute Morgen sehr früh aufgestanden und es kann sein, dass ich ein paar Aussätze heute haben werde der Sendung. Wie zum Beispiel dann, wer sind Sie nochmal? Was machen Sie hier eigentlich? Genau. Wie heißt die Sendung und wo ist der Bioleck? Ne? Ja, genau. Nein, heute schäme ich mich eigentlich ein ganz kleines bisschen, weil das Rezept für dich ist ja wirklich sehr, sehr einfach. Wir machen nur einen schönen Feldsalat mit Speck und Brotcroutons dazu. Das ist ja jetzt nichts Weltbewegendes, wo man sagt, oi, oi, oi. Und viele werden zu Hause sagen, dafür kriegst du ja eine Fernsehsendung. Ne? Naja, vor allem hast du mir das auch noch leicht gemacht. Du hast den Feldsalat schon geputzt. Also das wäre wahrscheinlich für mich die größte Herausforderung gewesen. Aber mal schauen, es muss ja auch noch schmecken. Ne? Ich will jetzt den Mund gar nicht zu voll nehmen. Genau, du bist ja auch noch am Verfeinern. Ich habe dir jede Menge Zutaten dabei gestellt, damit du das Rezept ein bisschen aufwerten kannst. Und ich glaube, du kannst mir auch noch das eine oder andere mit auf den Weg geben, wie man was besser macht. Ne? Das ist ja das Schöne an eurer Sendung, dass man auch was lernt. Jochen, Mensch. Jochen. Die 5 Euro kriege ich aber noch von dir, ne? Dafür, dass ich das gesagt habe. Ja. Ja. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja, bei dir wahrscheinlich weniger als bei Horst, aber ich meine immerhin. So, aber ich möchte noch, bevor es jetzt weitergeht mit dem Loben, noch ganz kurz jemand vorstellen, und zwar unsere Küchenstadtgewinner. Ja, ganz wichtig. Einmal Lisa Kauer und Mario Böhme. So. Hallo, liebe Lisa. Susanne. Ich hab's gar nicht mitgekriegt. Prinzessin. Und das ist der Mario. Hallo. So. Ah. Wie ist denn? Schön hier. Mario, du bist Mr. Teriyaki. Was heißt das eigentlich? Teriyaki heißt Glanz und Krillen. Auf Glanz Japanisch, und Grillen. Ja. Ja. Und warum bist du der Mister davon? Weil du die Soße selber am besten machen kannst? Ist doch eigentlich eine ganz einfache Soße, oder nicht? Nee. Wie nee? Die muss schmecken. Wer hat eigentlich jetzt hier... Merkst du das? Ich werde gemobbt. Nein, nein, aber jetzt mal ohne Spaß. Der Teriyaki-Soße ist nicht einfach, oder? Nicht einfach, nein. Weil es kommt auf das Verhältnis zwischen Sojasauce, Mirin, Zucker. Ja, dann erzähl doch mal ganz genau. Stift raus, Zettel raus, komm, erzähl mal, wie geht das? Fang mal vorsichtig an, Mario. Also du brauchst Mirin. Sojasauce. Mirin ist ein süßlicher Reiswein aus Japan. Das heißt, ich muss erst ein Flugticket haben, Japan, Reiswein holen. Ich gebe zu, ist nicht einfach. Gut. Weiter. Jetzt war ich in Japan, habe Reiswein besorgt. Dann nimmst du gleich noch Sojasauce mit, weil japanische Sojasauce ist weniger salzig, ja. Gut. Und dann? Dann brauchst du noch Zucker. Ja, habe ich hier. Super. Jochen, rühr mal den Zwiebeln, die brennen. Ich frage mich gerade. Ah ja, hier, oh ja. Und wo finde ich denn sonst mehr Besteck? In großen Mengen kostet ein bisschen Geflügelfond, so habe ich es gemacht. Geflügelfond. Genau. Und dann schön mit Speisestärke abbinden und dann hast du eine köstliche Soße. Johann, ist auch richtig so? Sehr gut, genauso würde ich es auch machen. Bei wem warst du? Ich war beim Kolja Kleberg. Habt ihr euch gut verstanden? Ja, hat super gepasst. Ja. Hat super gepasst. Mhm.
Du hast einen Foodblog, das heißt, du schreibst über Essen und Trinken. Genau, und Backen machen wir auch. Backen macht ihr auch. Was ist da der Inhalt genau? Backen, Johann. Weißt du, wenn ich mit so einem Blödmann zusammenarbeite, dann bist du einfach... Okay, weiter geht's. Aber der Blödmann wird heute für euch kochen. Johann, mach mal weiter. Ich gehe mal für euer Essen gucken. Wir schreiben Rezepte und kochen die dann, fotografieren die ab und schreiben noch dazu, wie wir jetzt draufkommen sind oder machen viel saisonale Sachen auch, regionale Sachen, genau. Und backen halt Cupcakes und ja. Ich hoffe, du schreibst in deinem Blog auch, wie das Essen dann vom Horst geschmeckt hat. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Viel Spaß, danke. Viel Spaß. Sehr gut. So, wir haben jetzt den Rehrücken, das heißt, die Susanne hat den Rehrücken schön angebraten hier. Da kommt jetzt Wacholder zerstoßen drüber, damit er schön aromatisch wird, der Rehrücken. Und dann geben wir noch rein Rosmarin. Und dann garen wir den Rehrücken erstmal so im Backofen, denn wir machen ja eine Burgundersoße zum Rehrücken nachher. Und dazu gibt es Maronenklößchen und Rosenkohlsalat. So, guck mal hier. Ah, herrlich. Susanne, was machst du gerade? Ich trenne die Eier. Ja. So, ja, das geht. So. Also ich habe jetzt einen tollen Übergang beim Eiertrennen. Du hast gesagt, älter werden macht Spaß. Nein. Ich will es jetzt, ist ja nicht so, dass man sagt, hurra, endlich. Blöde Überleitung, Johann. Ja, ich möchte das auch eigentlich nicht hören, weil es kann nichts Gutes kommen, Horst, oder? Nein. Nee, jetzt bitte, nochmal ernsthaft. Ja, ernsthaft? Ja. Ja. So. Älter werden macht nicht per se Spaß, aber man kann dem Alter durchaus gute Seiten abgewinnen. Aha. Ja, weil es gibt ja... Ja. Ja. Was ist so? Ich finde, das hat körperlich nicht so irrsinnig viel Vorteile, das Älterwerden, muss man mal sagen. Pass auf diese Aussage hinaus hat es meine Kartoffel zerrissen. Guck mal. Schau her. Ja. Die ist voll geplatzt. Ja. Voll. Ja. Du sagst, älter werden macht Spaß und plötzlich zerplatzt die Kartoffel. Nee. Oder? Ja, alle Eier drin. Klar. Also Jochen, das wirkt mir momentan nebenan so zweideutig. Hast du mit dem Älterwerden auch das ein oder andere Problem? Ich meine, als junger Kerl wie du darf man damit ja rein theoretisch noch gar keine Probleme haben. Naja, ich bin ja mittlerweile auch 36 und... Oh. Ach du Scheiße, was ein alter Sack, du. Sag es mal so. Sag mal, 36. Ich kann einfach nicht mehr so viel, um es mal ganz klar zu sagen, ich kann nicht mehr so viel saufen und ich kann nicht mehr so lang feiern gehen. Man merkt es einfach. Man wacht am nächsten Tag auf. Es hängt alles immer ein bisschen mehr. Man hat mehr Augenränder. Was genau hängt bei dir und wo? Das eine hängt immer, das andere hängt nur morgens. Jetzt kannst du dir das überlegen. Wo sind wir denn hier schon wieder? Also jetzt ohne, das kann nicht mehr lange dauern. Entweder werden wir vom Fernsehrad verboten oder laufen nachts um zwei. Ich werde schon wieder rot. Sag mal, benutzt du Kosmetik? Benutzt du Kosmetik, um dich so ein bisschen jünger zu halten? Oder? Naja, ich hab ein bisschen Eitelkeit ist ja generell da, oder? Ich habe eine Feuchtigkeitscreme, aber ich meine, wenn ich hier im Fernsehen bin, dann kriegt man ja ein bisschen was aufgetragen. Ich habe dich ja vorhin vor der Maske gesehen, ich hätte dich ja nicht wiedererkannt. Der sah vorhin einfach verdammt gut aus. Dankeschön, ja. Aber komm, jetzt frage ich dich aufs gerade raus, weil du machst so drumherum. Ja. Dein Bart, ist der immer so schön dunkel? Du jetzt warst vorhin in der Maske, als der ein bisschen hier, als die grauen Haare überschminkt wurden, ne? Ja. Also tatsächlich, weil das noch nicht so viele sind, da, ich sag das jetzt, Sie sind die Ersten, die das erfahren, ich schminke mir manchmal meinen Bart ein bisschen, ja. So ist es. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Als ich gemerkt habe, dass bei mir da oben die Haare weniger werden, ja? Ja. Und das war vor kurzem. Nee.
habe ich dann überlegt, was mache ich da, Susanne? Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe einfach mit dem schwarzen Edding, weißt du, mit dem schwarzen Edding? So hast du nicht gemacht? Hast du kein, wirklich gemacht? Kein Witz. Habe ich die mit dem Edding? Die Ecken ausgemalt. Das Problem war, das hast du nicht wirklich gemacht. Kein Witz jetzt. Und das Problem war, dass diese scheiß Dinger so schlecht abgingen. Das muss man halt einmal im Monat machen, ne? Das hält dann auch. Ja, genau. Du hast echt mit dem Edding? Ja, ja, mit Edding. Habe ich ausgemalt, die Ecken da oben. Also Thema, jetzt mal ganz ohne Quatsch, liebe Susanne. Wenn du glaubst, dass nur Frauen Probleme mit dem Älterwerden haben. Nee, da bin ich, nein, 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 da schenken wir uns nichts. Bei Frauen nennt man diese Zeit halt Wechseljahre. Das klingt ja sofort nach, keine Ahnung, Inkontinenz, Hitze. Das klingt ja nicht schön. Ja, ist ja so. Aber ja, ja, wirklich. Und bei Männern heißt es ja Midlife Crisis. Das hat irgendwie was Verwegenes. Da denkt man an Harleys, an Blondinen. So, das hat nicht sowas. Aber Männern, also ich glaube, dass Männer genauso hadern. Und sich genauso schwer tun, haben wir ja gerade gehört. Edding. 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 Ja. Was hast du denn für Tipps für Männer in Wechseljahren? Was ich für einen Tipp habe? Ja, was für Tipps hast du für Männer im Wechseljahr? Weil, wie mal, gesagt, man muss wissen, ja, der Körper wird nicht besser. Sind wir gleich alt? Ich bin 52. Ich bin 51. Ach, du bist ja noch so ein junger Hase. Ja, ich bin ein ganz junges Ding. Ich finde, man kann sich entspannen. Das Schöne ist, wenn jetzt man älter ist. Jetzt mal unter uns Frauen, ist, was ja, kann man da machen? Komm, was können wir machen? Ja. Du was möchte dich, Johann, kannst, ja gefallen? Man weiß jetzt doch, wer man ist. Ja. So. Man kann besser Nein sagen, wenn man älter ist. Man kann auch eine Liste machen und zu sagen, für den Scheiß bin ich einfach zu alt. Das finde ich auch eine schöne Sache. Ja. Und man kann sich überlegen, was will ich mit meinem Leben noch anfangen und was sortiere ich da auch mal aus? Was kommt weg? Was kommt weg? Und da können auch mal Leute weg, die einem nicht gut tun. Dann sagt was man, hast du ausgetauscht? Was hast du weggefahren? Was ich ausgetauscht habe? Ja, bitte. Ich sag. Muss fragen, weil du, ich habe gelesen, dass du ja auch versucht hast, komm, über diese... Ich wollte auch das sagen. Die Susanne wird die ganze Zeit angerufen. Ja, 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 schön. So schön. Du hast ja versucht, auf diesen diversen Plattformen einen Partner zu suchen oder beziehungsweise dein Interesse bekannt zu tun. Ja. Wie ist das gelaufen? Da ist man schon schnell sehr ernüchtert, was sich da draußen so rumtreibt. Muss ich wirklich sagen, also man ist überrascht. Und mein Vater hat früher gesagt, Papier ist geduldig. Ja, aber das Internet natürlich auch. Und? Da hast du dann auf einmal, weißt du, da hast du ein Foto. Es gibt ja Männer, die... Ja, aber die kennen dich doch. Ja gut, na, einer hat mal geschrieben, sie sehen ein bisschen aus wie Susanne Fröhlich, nur dünner. Und dann dachte ich, super. Ja, ehrlich? Ja, fand ich gut. Ja, das läuft doch. Ja, klar wissen die, wer ich bin, aber es ist ja nichts Illegales, auf einer Partnerschaftsseite nein, zu sein. Nein, nein, ist klar. Aber ich finde es halt komisch, weil da gibt es ja dann immer diese Matching Points, mit dem haben sie so und so viele Matching Points und du denkst, ja, aber Chemie kannst du eben nicht berechnen. Nein, kannst du nicht. Weißt du, dann machen beide Tai Chi, beide kochen gern, alles ist toll und du triffst dich und denkst, ja, wie soll ich den Abend rumkriegen? Da nützt es auch nichts, dass du gerne Tai Chi mit dem machst. Ja. Also ich glaube, rausgehen und Menschen anschauen ist doch immer noch... Melden sich dann in der Regel jüngere oder ältere Männer? Soll ich dir sagen, das Verrückte ist, die Alten denken ja immer, ihnen steht was ganz Junges zu. Ja, das ist so. Die sehen dann Bernie Ecclestone und sagen, wenn der kleine alte Zwerg noch eine 27-Jährige kriegt, dann habe ich auch eine verdient. Was sie übersehen ist, dass diese jungen, bildschönen Frauen sich ja selten mit 80-jährigen Klempnern einlassen. Ja, das ist ja so. Ja, ist so. Ja. Also, du hast erstaunlicherweise melden sich oft sehr junge Männer. Und dann sagst du auch so, ich habe dann zurückgeschrieben, tut mir leid, Hausaufgabenbetreuung kommt für mich nicht in Frage und so. Und dann bin ich durch. Ja, habe ich keinen Bock drauf. Nee, ne? Nee. Aber guck mal, die sagen einfach, also diese jungen Typen sagen, die alten Frauen, also die Älteren, die sind so ein bisschen lockerer drauf. Die biologische Uhr macht nicht mehr tick, tick, tick. Die haben auch andere Ansprüche. Die wollen sich vielleicht auch einfach nur amüsieren. Ja, aber so ein bisschen jünger und ein bisschen älter ist schon okay. Aber ich hätte gerne dieselbe Generation. Ich will nicht erklären, wer die Beatles sind. Warst du schon mal in so einem Datingportal drin, ne? Ja, aber ich muss auch sagen, also mich hat das sehr ernüchtert. Also ich finde auch, Leute persönlich kennenzulernen, einfach viel interessanter, muss ich sagen. Hast du also wirklich mal ausprobiert? Ja. Weil...
Das liegt aber auch einfach daran, also ich finde, man hat ja sowieso wenig Zeit. Und wie Susanne dann sagt, dann trifft man sich und sitzt sich gegenüber, hat sich nichts zu sagen und guckt auf die Uhr und denkt, Mist, jetzt muss ich hier noch anderthalb Stunden durchhalten. Deshalb sage ich ja, als erstes auf dem Kaffeetreffen nie direkt zum Essen. Weil Essen kann ja im Endeffekt dann zwei, drei Gänge dauern. Bist du aber noch ein Sparbrötchen? Nein. Es ist ein Zeitsparbrötchen. Es geht um die Zeit. Ja, Zeit. Genau. Bin ich auch doof sonst. Aber Susanne, Findest du es denn nicht auch manchmal interessant, dass man dann manchmal mit jemandem da sitzt und man denkt sich so, oh mein Gott, das funktioniert gar nicht. Und dann kriegt man danach aber Nachrichten, das war so ein toller Abend, ich will dich sofort wiedersehen. Und man denkt, wie kann das Gegenüber... Ist sehr verschieden. Ja. An alle Männer da draußen, was auch sehr unsexy ist, wenn eine Rechnung kommt und die heißt dann 37,80 und der macht und sagt dann mit Riesengeste 38 oder so. Oh! Aber noch schlimmer, wenn der zu dir sagt, machen wir halb halb, 20,20. Also, jetzt sage ich euch mal was ich gemacht habe, wo es nicht Internet gab. Als ich in Berlin in jungen Jahren war. Ja. Du warst jung? Ich kann es noch sehen, Johann. Habe ich eine Anzeige aufgegeben in diesem Berliner, es gibt so eine Spezialzeitschrift, wie heißt der denn mal schnell? Der, Happy Weekend, da waren alle nackt drin. Nein, ist egal. Das ist doch die typische Berliner Zeitung. Ich habe gesagt, okay. Playboy meinst du? Nein, ist egal jetzt. So ähnlich, ja, genau. So eine typische Berliner Zeitschrift. Und habe reingeschrieben, würde mich gerne verabreden am Kurfürstendamm-Eck und bitte mitbringen eine rote Rose. Ja? So, weißt du warum? Ich habe mich da hingestellt, anonym, und habe geschaut, wie alles mit roter Rose kam. Und dann, als alle weg waren, bin ich wieder gegangen und die kamen alle mit roten Rosen. Aber Jörn, jetzt wissen wir natürlich auch, wie alt du bist, weil heutzutage trifft sich keiner mehr mit einer roten Rose. So, ihr Lieben. Was mit der roten Rose? Ich habe mir gedacht, ich mache mal eine Kleinigkeit. Das ist sehr heiß. Ja? Soll ich euch Vorliegebesteck bringen? Ja, ja, das wäre super, ja. Ach, hier nochmal eine Rose da. Wie viele Rosen verteilt er wohl? Johann, war das eigentlich, als du das gemacht hast, zu deiner Edding-Krise schon, oder war das früher? Nee, es war schon früher. Das war Prä-Edding. Prä-Edding. Ja, noch mit Haar. Nichtsdestotrotz mache ich jetzt hier Maronenklößchen, so. Gepresste Kartoffel habe ich da, Maronen gehackt, Eigelb. Jetzt kommt noch ein Muskatnuss, habe ich schon drinnen. Dann kommt dazu noch etwas Stärkemehl. Und dann kommt auch noch rein Muskatnuss und Salz. So, dann mache ich daraus einen schönen Teig. Super, ne? Und hier daneben kocht mit Gemüse und Tomatenmark in der Pfanne, wo ich angebraten habe, mit Portwein, Rotwein und Wildfond, unsere Burgundersoße nachher für den Rehrücken. Guck mal, die wird schön eingekocht mit Cranberries. Einmal schön schwenken, ist alles aus. Ja, aber okay. So, guck mal, jetzt haben wir hier gerade ein Stückchen Butter reingetan. Das ist für mich eine wunderbare Überleitung. Ja. Du hast mal für einen Film, in dem du mitgespielt hast, 12 Kilo zunehmen müssen, ja, oder dürfen. Ich habe so viel zunehmen müssen, wie nur ging. Ich hatte 5 Wochen Zeit und nach den 5 Wochen waren es 12 Kilo. Ja. Das klingt doch ein bisschen wie im Paradies. Einfach mal essen ohne Ende. Das ist ungefähr 2 Tage lang schön. Und dann denkst du dir nur noch, ich kann keine Schokolade mehr sehen, ich kann keine Chips mehr sehen. Es war auch im du August. Noch, komm, mit den Armen rein. Komm, oh, du armer Teufel. Oh. Du musst es die ganze Zeit Schokolade und Chips, das ist ja böse. Nee, ich habe dann das gegessen, worauf ich Lust hatte, weil die Produktionsfirma hat es ja gezahlt. Und dann habe ich mir dann auch gerne mal für 25 Euro ein Schnitzel rausgelassen. Ja. Es musste dann nicht nur Aber erklär Fastfood mir ganz sein. Kurz, warum stand das in der Rolle, dass das ein mobbeliger junger Mann ist? Genau, es ging um einen dicken jungen Mann, der Probleme mit seiner Figur hat, aber im Endeffekt natürlich merkt, es kommt ja aufs Innere an und nicht aufs Äußere. Ne? Jochen, Mensch. Was? Sag mal, das war doch die gleiche Rolle, wo du nackt mitten auf einer Kreuzung stehen musstest, ne? Ja. Das heißt, ein Striptease machen im Film. Ja. Könnt ihr das auf mal einer sehen? Kreuzung. Guck mal da, jetzt wollen sie alle Fotos. Ich könnte die Szene nachstellen. Wir bräuchten nur ein Auto, Susanne. Ach so. Ja, dann würde ich es machen. Ich würde das heutzutage tatsächlich nicht mehr machen. Das war, das ist 10 Jahre her. Und damals hatte man ja noch keine iPhones und Smartphones und sonstige Telefone, mit denen man ja mittlerweile alles aufzeichnet. Ich glaube, wenn ich... Von vorne nackt oder von hinten? Ich war rundherum nackt. Und ich hatte damals den Regisseur gefragt, können wir da nicht irgendwas machen? Und dann sagte der nur, du kannst dir eine Socke drüber stülpen. Dann habe ich gesagt, das ist ja sehr dezent. So, fürs Publikum hier. Ja.
Du sprichst in deinem Buch von einer sogenannten Bucketlist. Was ist das? Also so eine, wie sagt man da, wie heißt die letzte Liste? Das ist interessant. Was ist eine Bucketlist? Das ist die Löffelabgebliste. Das machen die Amerikaner viel, dass sie sich Gedanken machen. Das kenne ich als Löffelliste, genau. Bevor ich den Löffel abgebe, sozusagen, sinnbildlich, was will ich da noch erledigen? Das war im Film, in einem Film war das, gell? Genau, das ist auch in einem Film. Mhm. In einem Film mit Jack Nicholson, genau, und... Genau, das Beste Reynolds. Kommt zum Schluss. Nee, nicht mit Reynolds, sondern Morgan Freeman. Morgan Freeman. Genau, toller Film. Und das ist sowas, da kann man wirklich sich mal Gedanken machen, was will ich eigentlich noch tun? Und wenn man diese Listen liest, die meisten Leute schreiben dann so Sachen wie, ich würde gerne mal mit Delfinen schwimmen oder ich möchte mal, keine Ahnung... Was steht bei dir drauf, Susanne? Ein Triathlon machen. Das steht bei mir nicht drauf. Was sind deine Top Ten da drauf? Ich möchte noch mehr von der Welt sehen. Mhm. Solange ich noch einigermaßen mobil bin, möchte ich mir das alles noch angucken. Und sie möchte einmal mit mir alleine zu Hause über sich in der Küche kochen. Aha. Ja, auch. Langt das schon? Ja. Ja. Das steht genau. Selbstverständlich auch auf meiner Liste. Jetzt schütte ich mal nach meinem. Ja. Ich schütte einfach. Verstehst du? Was steht bei dir drauf? Bei mir? Ja, komm, sag mal. Ich muss da ganz ehrlich sagen. Erzähl. Bei mir steht drauf. Komm, unter uns Frauen heute kann man da ruhig mal drüber reden. Komm. Bei mir steht drauf, dass ich glücklich bleiben möchte mit dem Horst. Hast du dir schon mal Gedanken drüber gemacht? Was ihr euch an Abstand Nee, aber ich frage mich gerade, Susanne, müssen das nur Dinge sein, die man erleben kann? Oder können das auch unsichtbare Dinge sein, wie eben alles. Gelassenheit üben oder sowas? Ja, oder? Kann es auch. Ja? Du kannst ja raufhören, was du willst. Und das Erstaunliche ist, du siehst halt immer diese aktiven Dinge. Aber letztlich liegt ja niemand im Sterbebett und sagt, Gott, wäre ich doch endlich mal mit Delfinen geschwommen. Ja. Sondern es sind ja eher, Dinge, die Leute bedauern, sind ja eher, hätte ich mehr Zeit mit meiner Familie verbracht oder mit meinen Freunden. Hätte ich mich vielleicht entschuldigt und eine Freundschaft wieder aufleben lassen. Zum Beispiel so Sachen. Ja. Also ich glaube, sich mehr um Freunde kümmern. Ja, man kann es ja nicht mehr zurückholen. Das ist das Problem, oder? Mhm. Doch, aber man kann ja auch... Ja, aber man kann es noch tun. Genau, das meine ich. Man kann es noch tun. Jochen, was würdest du jetzt draufschreiben? Ich meine, du bist 36 Jahre alt. Würdest du zum Beispiel draufschreiben, Bart immer schwarz? Nein. Ach so, nee. Nein. Ich würde gerne, ehrlich gesagt, noch mal im Ausland leben. Weil ich natürlich auch einen Beruf habe als Moderator, der sehr an Deutschland gebunden ist. Vielleicht Argentinien, irgendwo, wo ich noch nie war. So schöne Menschen in Argentinien. Ja, man gut, dann will ich nach Argentinien. Nur schöne Menschen. Dann will ich dahin. Weißt du eigentlich, dass ich gebürtig Argentinier bin? Ja, das habe ich gleich gesehen. Ja, natürlich. Hola. So, hast du noch meine Pfanne für die Eier? Ja, ja, ich da. Und sei ehrlich, Jochen, wenn ich mir dieses Publikum angucke, habe ich das Gefühl, ich bin in Argentinien. Ja, das muss nicht Argentinien sein. Aber ich finde das wirklich sehr interessant. Wer von Ihnen macht Spiegeleier in der kalten Pfanne? Ich wusste es nicht. Macht das irgendjemand? Da wieder was? Da eine Frage, ja, Sie? Ja, immer Sie schon, ne? Ja. Ja. Weil was will man machen, wenn man kein Herd zu Hause hat, ne? Ja. Aber Thema Spiegeleier, Jochen. Warum in eine kalte Pfanne? Wenn ich in eine heiße Pfanne reinmache, guck mal, jetzt siehst du das Ei, wie es perfekt da liegt. Ja. Da ist das Dotter, hier ist das Ei klar. Mhm. Sieht genauso aus wie ein gemaltes Spiegelei. Ja. Jetzt wird ganz langsam die Pfanne heiß und das Ei klar wird dann langsam binden und du hast diese komische Kruste außen nicht. Das verprötscht nicht so. Ja, okay. Sondern sieht einfach nachher wunderschön aus. Ei klar stockt schön, Ei Dotter bleibt schön. Genau so sollte man es machen. Habe ich von einem berühmten Koch gelernt, der kommt aus der Steiermark. Mhm. Ja. Ne? Und der hat sich früher mit Edding den Haaransatz nachgemacht. Ja, das war der. Genau, der war's. Okay. Dann muss das einfach gut sein. Ja, weil anders funktioniert es nicht. Sag mal, erinnern dich Spiegeleier eigentlich an deine WG-Zeit? Du hast ja mal in London, glaube ich, gelebt. Ne? Ich dachte jetzt, was kommt jetzt schon wieder? Erinnern dich Spiegeleier eigentlich an... Nein, der wird schon wieder rot. Es ist heute irgendwie nicht mein Tag. Es ist der Tag des roten Kopfes, aber ist okay. Da macht dich aber sehr liebenswert. Mhm. WG-Zeit. Ja. Wie war das für dich? Ich kann mir das ganz schwer vorstellen. Ich meine, mit Johann, das ist mehr Beziehung, aber...
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, was, was Kochen angeht, so ein bisschen pingelig. Ja. Und auch was Saubermachen angeht. Und insofern bin ich damals tatsächlich mit kompletter Ausrüstung nach England gefahren. Also ich hatte meine eigenen Pfannen, meine eigenen Teller, mein eigenes Besteck, weil ich halt natürlich mit Studis zusammengelebt habe. Die haben dann einfach mal einen Teller in kaltem Wasser ausgewaschen, ohne Spüli. Und wenn du dann die Pfanne genommen hast, da war dann noch irgendeine Kruste von vor 2 Wochen dran. Das fand ich irgendwie nicht so schön. Aber ansonsten fand ich WG sehr schön. Man ist nicht alleine. Aber das hast du gnadenlos durchgezogen, dass du sagst, du hast dein eigenes Besteckkistchen, ja? Du hast deine eigenen Sachen. Naja, und die haben sich auch ein bisschen über mich lustig gemacht, aber ich kann dann mit solchen Neurosen dann auch ganz gut spielen. Also das, irgendwie fand ich es auch witzig. Hier kocht die Soße, jetzt kommen noch die Klößchen. Und da kochen die Safranbirnen. Honig mit Safran und Weißwein. Guck mal hier, wie schön die werden. Ganz gelb hier. Leute, das gibt ein leckeres Essen heute. So, wunderbar. Dann tun wir gleich die Soße passieren als nächstes und machen unsere Wildsoße fertig. Und dann muss man nach dem Rehrücken gucken. Schnittlauch schneiden, ist nicht so einfach. Wie verbringen Sie Ihre nächsten Jahre? Schnittlauch. 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 Guck mal da, wie süß jetzt, oder? Ja. So klein muss es sein. Und das war meins. Susanne, kannst du grüne Soße machen? Natürlich. Aber dann kannst du doch Kräuter schneiden aus dem FF, oder? Ja, aber die müssen ja nicht so geschnitten werden. Also, aber hier müssen sie so geschnitten werden. Ja, das hier bei Johann ist es immer ein bisschen aber strenger. Frankfurter grüne Soße, gell? Ist eine sehr leckere Soße, muss ich sagen. Ich habe Angst um meine Finger. Dazu gekochtes Ei und Bratkartoffeln. Bratkartoffeln oder Pellkartoffeln, ne? Ja, aber auch. Ja. Genau. Ja. Pellkartoffeln oder Bratkartoffeln? Pellkartoffeln. Kann man, wie man möchte. Ah, ja. Also ich mag Frankfurter grüne Soße mit, ich sage mit Bratkartoffeln. Oder? Ja, auch lecker mit Tafelspitz. Aber die Bratkartoffeln ist ganz wichtig, wie du die machst. Weil die gehören eigentlich aus Pellkartoffelchen. Dann sind die Bratkartoffeln wieder die besten. Ausgekochten Kartoffeln. Was? Ausgekochten Kartoffeln meinst du, ja? Aber grüne Soße. Ja, Pellkartoffeln, die sind grüne vorher gekocht worden. Grüne Soße schneidest du ja nicht so. Ne? Ja, aber ich schon. Hör auf, guck da hin. Ich kann das gar nicht sehen. Okay, das langt, glaube ich. Danke. Langt dir das? Bitte danke für deine. Sehr gerne. Weißt du, was macht dein Eis hier? Was macht dein Eis? Keine Ahnung. Ich muss dir auch was gestehen. Eine kleine Stange ist, glaube ich, mit reingekommen. Ja? Wie ist denn das Eis? Wenn da was Hartes ist, ist das die eine Vanilleschote. Komm, probier das. Probier bitte mal. Probier. Jetzt probier mal. Nimm einen Löffel. Ist das gut? Probier. Das ist ein Traum. Komm mal bitte her, Jochen. Ja. Komm mal her. Das ist ja, komm. Nee, hier, da, in der Mitte. In der Mitte. So, Jochen, das hab ich gemacht. Ganz im Ernst. Ich bin ganz stolz auf dich. Susanne, apropos kalt, heiß und heiß, kalt. Ja? Was sind die Symptome bei dir, bei den Wechseljahren? Ach, das ist ja mal eine wirklich hübsche Frage. Mhm. Wir reden unter Frauen, da kann man doch mal offen drüber reden. Ich merke, ich habe am Anfang so ein bisschen schlechter geschlafen. Es ist nur, Junge. Ja. Ich habe ein bisschen schlechter geschlafen, ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut. Ja. Und, ich finde, ich habe eher so Symptome des Älterwerdens. Ich bin so ein bisschen radikaler. So in meinem ganzen Leben, das gefällt mir eigentlich. Dass wenn jemand sagt, hätten Sie Lust, das zu machen, dann hätte ich früher gesagt, nee. Und heute sage ich, nein. Und dann sagt er, ja, warum sage ich, keine Lust. So, das gefällt mir. Also das heißt, du bist einfach ein bisschen direkter. Ich bin direkter und irgendwie so ein bisschen, ja. Das ist aber lecker, ne? Ja. Jetzt ist aber auch genug, die anderen Leute wollen auch noch was essen, ne? Wechseljahre. Das sind Semmelbrösel, das oder? Das ist wieder eine Semmelbrötelschmelze mit Salz. Da kommen dann die Maronenköstchen rein. Ja? Ich habe hier noch etwa 8000 Kalorien, oder? Ich habe hier noch ein paar Maronen, die ich auch mit reingehst, durch mitbraten schön. Und dann wälzen wir da drinnen nachher unsere Köstchen. Ja, das schmeckt dann ganz lecker. Da vorne kochen die Birnen. Den Salat hast du schon abgeschmeckt? Nee. Du machst schmecken schön mit Salz, Pfeffer, Würzen einfach. Würzen? Ich mache immer zu wenig, sag ich dir gleich. Probier das mal, wie das schmeckt. Ganz langsam gebrochen. Ja? Guck mal hier, Jochen, wenn du jetzt reinguckst, so sehen die Spiegeleier richtig hübsch aus. Ja. Weißt du, ich mag nämlich nicht, wenn das Eiklar so wabbelig ist. Nee, das mag ich eben auch nicht. Oh. Da lasse ich das Ei auch zurückgehen. Also wenn ich das so bekomme, dann sage ich, das muss nicht im Ernst. Wenn das noch so flüssig ist, dann lässt du das zurückgehen? Ja, klar. Dann lasse ich das. Du, da bin ich so forsch wie du nach den Wechseljahren. Dann sage ich einfach nein. Weg damit. Nein. Voll. So, jetzt ja, haben man wir muss hier auch den mal Nein sagen können. Dann. Guck mal hier den Rehrücken hier, wie schön der ist.
Boah, herrlich. Herrlicher Rehrücken. So, jetzt haben wir hier die Brösel. Aber irgendwie wollen meine Klößchen nicht aufkochen heute. Was hast du, ein Problem mit deinen Klößchen? Die kommen nicht, ja. Die kommen nicht nach oben. Guck mal hier. Aber die kommen. Ach, schon. Johann, das sind die Wechseljahre, wenn die Klöße nicht mehr hochkommen. Da kann ich noch einen draufsetzen. Hier wird scharf geschossen, aber auch nur, weil ihr noch nicht in den Wechseljahren seid. Genau. Ja, Susanne, ja. Ich weiß. Du sitzt am längeren Hebel hier. Das ist nicht einfach, aber ich finde es immer wieder schön. Also, heute habe ich überhaupt das Gefühl, das ist so eine richtig gemütliche Kochsendung geworden. Ja. Ich fühle mich richtig wohl heute. Ja. Hier drüber oder erst auf den Teller? Schön auf den Teller, such den Teller aus da unten, hübsch anrichten und dann klappt das schon. Einen Teller? Du kannst gerne auch zwei Teller machen oder eine Platte machen, was dir lieber ist. Hier sind Sachen übrig, Johann, das macht mir dann immer Sorge. Haben wir was vergessen? Wo? Nee, das ist nur Reserve. Ah. Das ist auch eine geile Ausrede. Was? Reserve. Nein, das ist in Ordnung. Man muss das habe ich bei dem IKEA-Schrank auch schon mal gesagt. Da ist Reserve, Schatz. Die Schrauben brauchen wir nicht. Das sieht auch gut aus hier. So, jetzt haben wir hier vorne mal den Salat. Den kann man mal kurz zeigen. Wir haben hier vorne so einen ganz tollen Kameramann. Guck mal hier. Applaus erstmal für unseren tollen Kameramann. Hier, guck mal da. Ja. Den Salat. So. Und da tun wir den Rehrücken, bleib mit der Kamera da, nicht weglaufen, schau her. Hier schön so den rosa Rehrücken da drauflegen. So, jetzt kommen wir hier, schön gebraten. Ja. Du kannst jetzt ein bisschen Salz drauf machen, ganz dünn oben auf den Rehrücken. Aber ein Hauch, oder? Ein Hauch Salz und ein bisschen Pfeffer, ja, bitte. Was macht eigentlich unser Omelette? Alles ach, komplett. Ihr habt doch noch ein Omelette gemacht? Ja, sicher, klar. Wir haben gearbeitet hier. Reserve-Omelette, oder was? Hier sind die Klößchen. Die Klößchen sind schön aufgegangen hier. Jetzt tun wir die schön wälzen da. Johann, der ist frech zu dir. Ich weiß es ja. Wer ist frech? Na ja. Ich bin nicht frech, aber das ist mein jugendliches Temperament, was immer wieder mit mir durchkommt. Ja, wir sind hier ein Jahrgang, deswegen kann ich das verstehen. Nein, du bist ja viel jünger als ja, ich. Ja, stimmt. Andere Generation. Gut. So. Oh, sieht toll aus. Also man sieht zumindest beim Horst, dass... Was denn, Johann? Dass die Wechseljahre unterschiedlich ausfallen. Stimmt. Früher hätte ich einfach gesagt, Johann, bei dir, das sieht toll aus. Und heute sage ich einfach, nö. Weil das sieht bei dir einfach traumhaft gut aus, mein Johann. So, schau her. Aber jetzt sei mal ehrlich, sieht auch nicht mein Lachs. Das sieht richtig toll aus. Mit dem Wildreis. Richtig, richtig toll. Ne? Schwarzwurzelchen. Und wenn du gucken möchtest, hier kann man auch schön sehen, wie der Lachs gegart ist. Wenn man den jetzt so auseinander nimmt. Hier, links, gehen wir einfach mal hier so dazwischen. Also so hätte ich, glaube ich, früher auch Schwarzwurzeln gegessen. Als Kind mochte ich die gar nicht. Aber hier siehst du nämlich, der ist noch schön saftig innen drin. Ne? Nicht so trocken ausgebacken, aber gar. Du kannst übrigens jetzt die Spiegeleier schön am Rand des Salates auslegen. Mhm. So, wir wollen jetzt mal schauen, ob unser Omelette was geworden ist. Jetzt haben wir zwei Omelettes im Ofen. Ja. Wir nehmen das untere, weil das haben wir zuerst reingeschoben, oder? Das ist die große Frage, ob das rausgeht. Ob das trotzdem rausgeht. Hast du ein Messer da? Mhm. Warte mal, ein Messer. Ja. Ein Messer tut man unterm Lösen. Ja. So. Jetzt kommt der große Trick. Man muss die Platte drauflegen. Und dann? Da ist ja mal ein Trick. Ein Riesentrick. Ein Riesentrick. Yeah. Trommelwirbel! Guter Zucker draufstreuen, schön drüber streuen. So, wir machen dann extra ein Schälchen mit dem Eis und mit dazu machen wir noch die und das andere Omelette machen wir schon auch raus, gell? Das gibt nachher fürs Publikum, ja, klar, selbstverständlich.
Bitte schön, vielen Dank. So, Jochen, danke schön. Da kannst du vorbringen auch. Weißt du was, ich glaube auch so, wenn man ein bisschen älter wird, dann geht man nicht mehr so früh, man setzt sich nicht mehr so schnell. Wieso essen die eigentlich quasi schon? Ist auch frech, aber gut. Ja, nee, aber das muss man echt sagen. Ich meine, was Susanne hier heute geleistet hat, ja, finde ich jetzt nochmal extra. Susanne ja, ist aber. Ja. Finde ich wirklich. Wo soll ich denn hin, da? Ja, bitte. Mir ist der Ton bis in die Hose gerutscht jetzt. Mir ist der Ton Toll. In die Hose gerutscht. Ja, und zwar wirklich sehr tief. Also, wenn Sie denken, die hat hinten so was Komisches gehabt, das ist der Sender. Der Sender. Ja. Nicht der Speck, ist der Sender. Gut. Ja. Okay. Dann möchte ich noch mal ganz kurz die Menüfolge vorstellen. Ja. Wir fangen einfach hier vorne an. Mhm. Hier vorne ist dieser wunderbare Feldsalat mit der extra veredelten Salatsoße von dir kreiert. Mit Speck und Brotcoutons und dem Spiegelei. Ja. Wildreis. Sehr schön mit diesem Rahmschwarzwurzeln und dem schönen Lachs, ganz vorsichtig gegart mit frischem Thymian. Von Johann Rehrücken, Maronenknödelchen auf mit Rosenkohlsalat mit etwas grobem Schnittlauch. Und zum Dessert. So, und dann haben wir noch die Safranbirne und jetzt schon her hier. Ja, und zum Dessert gibt es ein Cranberry-Omelette. Und dazu gibt es noch dieses wunderbare Magertopfen. Übrigens mit Safranbirnen. Ne? Und ein Quarkeis, Johann. Komm mal her. Nicht alles da drauf tun. Hier hin. Dankeschön. So. Lieber Jochen. Ja. Solltest du jemals in einem Film noch mal viel zunehmen müssen? Dann komme ich nur noch zu euch. Komm zu uns. Vielen Dank. Solltest du jemanden brauchen, der nackt auf einer Kreuzung steht? Johann hat Zeit. So. Weil er hat den Körper, den man tragen kann. Ja. Und ich trage das Ringelsöckchen. Du bist traumhaft, ehrlich. Ja. Aber dass du schon über Wechseljahre sprechen kannst in deiner Jugend. Herr Dahlforst, ja. Ich hatte einen Großvater, der war sehr so naturbesessen und hat sehr vielen Menschen Rat gegeben, was man macht, wenn es älter wird und nicht mehr so gut funktioniert alles. Ja. Der hat mir gesagt, man soll jeden Morgen Schwarzwurzel essen. Hier sind sie. Dankeschön. Tschüss.